Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wolf, die Red Hood Diaries. Und wir sind, ja, nachdem wir ein bisschen durch Ulrika gestartet sind, in der Kanalisation und jagen den Rattenfinger von Hameln, der, ja, die Kinder entführt hat. Hatten gerade sowas wie einen kleinen Zwischengegner mit einer monströsen Ratte. Okay, was kommt jetzt auf uns zu? Das Wasser ist massiv gestiegen. Ah, es steigt und sinkt. Das war doof. Aber immerhin wissen wir jetzt Bescheid. Wir können natürlich jetzt lossprinten. Ich denke, wir haben das ganz gut gemacht, oder? Haben wir jetzt irgendetwas vergessen? Anscheinend haben wir etwas vergessen. Jetzt würden wir hier weiterkommen. Schauen wir mal, was wir potenziell vergessen haben. Sehen wir unten ein Rädchen oder so? Ich sehe so nichts. Perfekt. Okay, ich hoffe, der Aufzug führt uns raus aus der Kanalisation. Und tatsächlich. Nur wo haben wir jetzt den Übeltäter? Wo ist er hin? Wolf Industries Headquarters, wo die Factory Staff had their office, where my father used to slave away. It's in this awful building that his lifeless body was found. A bookcase covering his chest. The collected works of Da Vinci accompanied him in eternal rest. Early that Thursday morning, hawkers set up stalls and goods. When word of his death reached the market and a friend of father was summoned to bring the bad news to the woods. Okay, sollen wir da jetzt einbrechen? Na, gute Nacht, Marie. Geh ich doch lieber erst einmal hier lang. Ich muss mich ja nicht mit jedem anlegen. Good thing I'm not afraid of heights. Definitiv. Also ich hätte da persönlich meine Probleme. Okay. Okay. Ich glaube, das langgezogene Nein hat uns gezeigt, da geht's nicht lang. Auf den Kopf auch nicht.
sehe ich das richtig, dass es hier aktuell noch gar nicht lang geht. Das heißt, wir müssen erst irgendwie auf die andere Seite kommen. No! Aber das war jetzt sehr pingelig. Wie können wir denn die Kiste bewegen? Hier rein. Ja. Da hinten lange auch nicht. Ich stelle mich schon mal auf einen Spezialangriff ein. Stärker als ich. Also muss es hier irgendetwas mit der Kiste geben. Oder ich übersehe hier oben irgendetwas. Problem ist, dass an der Außenfassade hier bei dem W nichts blinkt. Kann ich hier vielleicht rein? Da kann ich auch nicht rein. Okay. Okay. Die Kiste bewegen ist jetzt auch irgendwie nicht so gewollt, oder? Nein. Aber da muss ich ja fast unten lang. Allein dieser Sturz jetzt hat mich so viel Lebensenergie gekostet. Die Frage, kann ich da hinten irgendwo durchsprinten? Das wäre jetzt die zweite Option. Die jagen mich alle. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich habe auch so nichts entdeckt. Oh Gott, was eine Sackgasse. Ich müsste doch irgendwo hoch können. When Mother was my age, she came here every week. Granny's healing potions attracted crowds from near and far, as did Mother's smile. She loved the market, the smell, the noise. My, how she was courted by the bravest of Ulrika's boys. Until one of them crossed the line, and Granny decided to keep her from the city. She was a vision. My memories of her have faded, but I still remember my mother being very, very pretty. Okay, war das jetzt wirklich die Lösung?
hinterfrag's nicht, weil es geklappt hat. Ich hinterfrag's nicht. Es gab wahrscheinlich einen eleganteren Weg als den, den ich gewählt habe. Okay, der sieht aber auch fies aus. Ist das ein Schocktrooper? Der hat keinen normalen Säbel, sondern so einen, ja, Streitkolben. Den muss ich definitiv von hinten attackieren. Oh ja, muss ich. Der macht mich in einem Schlag K.O. Vielleicht muss ich dem auch komplett aus dem Weg gehen, indem ich hinter ihm herschleiche. Das wäre der Versuch, den ich jetzt unternehme. Na, perfekt. Wäre es gewollt. Haha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie sind immer noch da. Geht weg, geht weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, muss ich da kämpfen? Muss ich die erst in eine andere Richtung locken? Die habe ich besiegt. Das Problem. Ah, meine Lebensanzeige geht wieder hoch. Mal gucken, ob ich mit dem Powerangriff die anderen jetzt auch hinkriege. Das war ja praktisch. Muss ich nur wieder da hochkommen. Habe ich noch einmal Powerangriff? Na komm. Vielleicht hätte ich die ganze Zeit einfach mal ein bisschen mehr die Konfrontation suchen sollen. Aber gut. Schleichen hat ja auch durchaus seinen Nutzen. Aber gesehen, dass die relativ fix auch Verstärkung da haben. Dann hat man anstatt 2 auf einmal da 6, 7. Und dann werden die schon wieder unangenehm. So. Perfekt. Was für das denn? Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Wahrscheinlich muss ich hier diesen Sprint-Doppelsprung machen. Genau. Aha. Once again, my trusty axe comes in handy. Dann bin ich mal gespannt. Looks like time stood still here. The smell of old books
pencils and ink stains on the floor. That's my father, for sure. Father spoke in drawings, more often than in words. Charcoal was his mother tongue. He sketched the most beautiful stories I've ever heard. Das ist das alte Büro vom Vater. Grace, what is she doing here? With no mother to tuck me in, it was this tiny woman who stood by my bed and lulled me to sleep. Father made her in 22 days. My thumb-sized piece of comfort. I named her Grace. I'd forgotten all about her. She used to protect me from imaginary monsters. I hope she works her magic on real ones, too. Das hoffe ich auch, obwohl das hier auch teilweise gruselig ist. Wer ist das? Pinocchio? Ja. Father's notes. Scattered and fragmented, like his mind often was. Pinocchio, you rascal. I tell your story night after night. If only my little girl knew how much you and I are alike. Living a life with many strings attached and an ever-growing nose to pay our dues. If only we could cut the cords. Am I a creator if what I create destroys? Is a toy still a toy on the devil's playground? It pays the bills. It feeds my child, but it kills. Innocent people and me on the inside. Oh, Father, what dark thoughts wandered through your bright mind. Ich frage mich, was wir hier eigentlich hoffen zu finden. Dear Mr. Wolf, after careful consideration, I've decided to resign from my function at Wolf Industries. I hereby give you my 2 weeks' notice. Sincerely, Joseph R. Hood. So Father quit? I didn't have a clue. Wolf must have really screwed his mind, if only we knew. But wait. The letter's date. That's when Father died. Oh, gruselig. Is that what I think it is? Did my father do what I think he did? He told me he designed toys. Well, this is hardly suitable for little girls and boys. Father, did these tin cadets, whom I've slaughtered by the dozen, originate from your mind? This can't be true. This isn't you. This is not you. I came here looking for clues, but now I'm even more confused. I need some air. Oh. Was passiert jetzt? Oh Gott, was passiert jetzt? Oh, es wird hell. Damn. So much for going unnoticed. Change of plan. Let's play. Catch me if you can. Okay, da geht's nicht weiter. Diese Verfolgungsjagden auf Zeit. Seit Crash Bandicoot liebe ich sie ja nicht. Schleichen! Ah. Aber
Aber warum rennst du unten rum, wenn du doch so richtig gut im Klettern bist? Was hat sich da jetzt geöffnet? Was steht da? Deutsche Tastatur, polnische Tastatur? WTF? Ich habe keine Chance, das aktuell wegzumachen. Dann geht's jetzt hier rein. Habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Ja. Anscheinend habe ich es geschafft. Aber da sind direkt wieder Feinde. What? Did you see that? Didn't know I had that trick up my sleeve. Can't wait to tell Granny. Ja, das ist praktisch. Muss ich ja wirklich zugeben. Wir lassen euch mal. As a child, I had an army of men like them. But they were tiny with missing limbs and meant no harm. I still cannot believe these killer tin creations arose from my father's imagination. Did he really throw out all his principles just to make sure I could eat? Is it really that easy to go from bad to good? He never spoke of his work, but we knew he was unhappy. Mother's death took the light from his eyes, and though I know he loved me deeply, in the end, I was only a consolation prize. Da oben geht's nicht lang. Schleichen kann ich hier auch nicht. Das heißt, ich muss hier definitiv mit voller Attacke rein. Hat auch funktioniert. Okay, fahren wir mit dem nächsten Floß weiter. Wir müssen, glaube ich, nur zusehen, dass wir nach Hause kommen. Denn es wird ja langsam hell. Und wir bewegen uns ja nur nachts, so wie ich es anfangs verstanden habe. Okay. Wo bin ich denn da jetzt hängen geblieben? Bis trotzdem nochmal. Geht doch. Pete Pieper, der Rattenfänger. Okay, Pete Pieper ist natürlich auch ein interessanter Name für den. Sind wir hier jetzt wieder rüber? Gehen wir hier rein? Gehen wir da aufs Schiff? Müssen wir wieder zurück?
Ja dann. Oder eine ganz knappe Kiste. Well, look who's decided to re-enter the race. Hey, where do you think you're going? Too scared to show your face? Why doesn't this wannabe boat have a steering wheel? Gute Frage, nächste Frage. Und ich hätte jetzt gedacht, wir haben das nächste Wettrennen vor uns. This is turning out to be a fairy tale after all. Ah, Wortwitz. Und schon wieder zwei unserer Freunde. Oh oh. Haben wir den damit jetzt erledigt? Nee, so mal gar nicht. Der ist deutlich stärker als wir. Aber gut. Probieren es nochmal. Ei, der Witz gehält ja viel aus. Okay, das sind zwei normale. Drei normale. Uiuiuiui. Das sind die nächsten. Den kann ich aber ausweichen. Das ist gut, das ist sehr gut. Mist. Schade, dass ich keinen geheimen Takedown machen kann. Naja gut, meine Freunde. Ich würde mal sagen, für die zweite Folge soll es das gewesen sein. Wir haben uns aus der Kanalisation wieder hochgekämpft. Haben herausgefunden, dass unser Vater verantwortlich ist für diese ganzen Roboter-Zinnsoldaten. Und ich glaube, wir probieren nach wie vor nicht nur die verschwundenen Mädchen zu finden und den Rattenfänger zu fangen, sondern auch allgemein diesem Spuk ein Ende zu setzen. Ob uns das gelingt, wir erfahren es in der nächsten, in der übernächsten, auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.